Das ist also, was der normale Mensch so extreme Schwierigkeiten hat, ist das unbewusste Festhalten und das unbewusste Hochrechnen. Und Bewusstsein selber als Ding an sich ist nicht Wissen. Das ist dieses Riesengeschwätz, warum kann ich mich nicht einfach darauf konzentrieren, auf das, was jetzt ist. Was hundertprozentig sicher ist, wenn ich das wiederhole. Wir haben ja diese zwei Komplexe, wo ich sage, das ist einmal, wie funktioniert die Matrix, wie funktioniert das Computerprogramm? Kann für dich zuerst einmal zweitrangig sein. Momentan geht es darum, dass man sich diszipliniert. Was ist jetzt da? Und dann wächst das Bewusstsein in dir. Und jetzt haben wir aber immer diese zwei Seiten. Darum stelle ich immer vorneweg, ich erzähle es jetzt den Geist, der sich das Gespräch ausdenkt. Dieser eine Satz, wenn du den verstanden hast, dann weißt du, dass ich bloß dich meine. Das, was ich erzähle, ist nicht für vergängliche Gedanken, es ist nicht für irgendwas Existierendes. Nichts, absolut nichts, was ausgedacht wird, hat eine Überlebenschance, so wie wir uns Überleben vorstellen, eine Existenz in einer gewissen Zeitspanne, in einem gewissen ausgedachten Raum, eine gewisse Zeit lang. Selbst das sind jetzt Worte, wo du eine Vorstellung in dir aufbaust. An was denkst du, wenn du an die letzte halbe Stunde denkst? Einfach eine Vorstellung, dass du vor dir ein Zeitfenster öffnest, wo momentan noch leer ist. Das ist einmal, wenn du an was denkst, ich kann es einmal ganz abstrakt sagen, baut sich eine Information auf. Die schaut der, der sich diese Information ausdenkt, sieht diese Information. Und mit jedem neuen Gedanken wird diese Information zerstört. Ist das so schwer zu verstehen und du wirst merken, du Geist wirst irgendwann einmal merken, wenn du sehr aufmerksam wirst, dass das nahezu keine Figur in deinem Traum versteht. Die Grundvoraussetzung ist, dass du zuerst einmal akzeptierst, ich bin der Einzige, der immer ist. Figuren sind nicht immer. Das heißt, in dem Moment, in dem Augenblick, wo du erkennst, dass du der Einzige bist, der immer ist. Ich nenne das immer, es gibt nur einen einzigen Geist, der träumt in einem Traum. Es träumen in einem Traum nicht viele Geister. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und Menschen ist eigentlich schon das Problem, weil du wirst jetzt feststellen, es gibt bloß einen einzigen Mensch, Rot. Es gibt nur einen Adam. Nur einen. Gott hat nicht Adämmer erschaffen, sondern nur einen. Aber jetzt haben wir den Widerspruch. Wie sieht es dann aus mit den Gotteskindern? Das ist diese Gleichzeitigkeit. Das erklärt sich ganz einfach durch den Trick JCH. Adam, Jahwe. Es ist dasselbe Wort. Steht vom Bücherregal. Und in dem Moment, wo er sich personifiziert, zu einem speziellen Enosh wird, bei eigener Definition in der Sprache, in dem Augenblick geht er in die Vergessenheit. Aber der Leser ist der auch, der vom Bücherregal steht. Das, wenn man immer auf sich wirken lässt, darum ist es dieser Satz, ich bin auch du. Ich bin jetzt der, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Wenn du dich jetzt komplett gelöst hast, dich mit irgendeinem Gedanken von dir zu verwechseln, dass du sagst, nein, ich bin jetzt die Helga, nein, ich bin der Udo, nein, ich bin jetzt XXX, wo er vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört, dann ist es eigentlich schon vom Tisch. Und jetzt haben wir halt wieder diese Stufen. Das kann man zuerst einmal begreifen. Ich kann mich darauf einlassen und kann dann sagen, okay, das ist irgendwie möglich. Aber dieses möglich haben wir schon wieder MÖG. Da haben wir den Mag mit drin. Mag, Den Magier, den Zauberer. ja, Magie. Mit dem Zauberer kommt zwangsläufig dann das AOB ins Spiel, die Beschwörungskunst. Ein Satz, es wird immer für dich so sein, wie du dir das ausdenkst, wie du dir das selbst glaubend magst. Was ist die Ursache für das, was du dir glauben magst? Der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Solange du noch in dem Wahn lebst, das habe ich ja schon längst verstanden. Gott, ich könnte dir jetzt über, und jetzt sage ich ganz bewusst, über tausende von Jahren, diese Figuren in mir schon aufgetaucht sind, die ich letztendlich selbst gespielt habe. Oder die nur KI sind, das sind immer zwei. Wenn du dir Personen ausdenkst, ist immer wieder die Frage, wie in einem Videospiel. Diese Computermetapher ist unheimlich wichtig. Befinde ich mich jetzt in einem Singleplayer oder in einem Multiplayer-Spiel? Das ist ja das Schöne, wo dann die Geistesfunken ins Spiel kommen. Du hast viele Mitspieler in dieser virtuellen Welt um dich herum und wir machen hier kein Science Fiction.
Ja. Wahrlich, ich garantiere dir, das ist zurzeit die einzige Beschreibung innerhalb deiner Logik, wenn du ein bisschen dein Allgemeinwissen erweiterst. Du musst kein Computerfachmann sein. Das ist ja auch schon wieder so vielfältig. Du kannst ja welche ausdenken, die sich über Computer auskennen. Es ist alles vergängliches Wissen. Weißt du, diese Kleinigkeiten, wenn man feststellt, ab einem gewissen Alter, wie vorsintflutlich das ist. Wenn ich mache jetzt extra wieder ein normales raumzeitliches Beispiel in einer Spanne, die du übersiehst, wenn du jetzt das Pixelmännchen Udo anschaust, das ist ja nicht der ewig alter Mensch, ist jetzt auch mit Sicherheit auch kein junger Mensch mehr. Aber wenn ich mich jetzt zurückblätter in meinen Lebensbuch in die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, da hat jetzt diese Udo-Geschichte, habe ich Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Da waren 85% der Fernseher waren noch Röhrengeräte. Reine Röhrengeräte. Das ist ungefähr so, wenn du jetzt Automechaniker bist und du müsstest dich zurückerinnern an Dampfmaschine. Und du weißt, wie oft, ich fange nicht nochmal an, wir sind jetzt Anfang der 70er Jahre. Da hat nichts, nirgends, irgendwo, wenn ich jetzt in die Mitte der 70er Jahre gehe, gerade jetzt hier auch in deiner Generation im Ansatz 76, wie dann hier die Disco-Zeit groß geworden ist, wenn man dann noch zum Tanzen fortgegangen ist. Es war eine Welt, wo im klassischen Betrieb keine Computer existiert haben. Ja. Es ist auch hier, wo ich jetzt auch, wo ich zum Lernen angefangen habe als Radio- und Fernsehtechniker, da war ja noch der CD-Player, war ja noch 10 Jahre, noch nicht mal, da hat es ja noch über 10 Jahre gedauert, bis der CD-Player gekommen ist, geschweige denn der Blu-ray. Und wenn man da mal in den Ansätzen sich mit Physik beschäftigt, wo ich sage, dass du merkst, dass das, was zurzeit funktioniert, dass das wirklich nur auf Glaube aufbaut. Ja, das ist. Es ist nur auf Ja, Glauben. Ich kann da das. Beispiele sagen ohne Ende. Die Erklärungsmodelle der Physikbücher, die sind logisch, wenn du so programmiert bist. Die sind so massiv voller Fehler, dass dir jegliches Form von Gefühl, auch wenn ich in Zahlengrößen jetzt reden, du, das habe ich fange da nicht nochmal an zum Durchrechnen, wenn man Bill Gates. Wenn man jetzt mit der Corona-Krise, wenn man dann sagt, er hat ja über 100 Milliarden. Ich sage, du haust doch einfach aus der Zeitung eine Zahl raus, versuch dir das bildlich vorzustellen. Und ich sage, ob das gut oder schlecht ist, du hängst so fest in deiner Kategorie 1 und Kategorie 2 Denkweise. Das heißt, du stellst Fragen und Fragen, meistens stellen ja die Menschen gar keine Frage, die wissen ja schon. Die demonstrieren, die auf die Straße gehen, die wir uns jetzt ausdenken. Ja. Wo waren die jetzt die ganze Zeit, bis ich das ausgesprochen habe? Das ist hundertprozentig sicher. Sie haben nicht existiert. Aber wir bleiben mal ganz bewusst in dem Denken. Wir denken uns jetzt einmal welche aus und die beobachten wir. Wenn sie ihre Parolen raushauen, die einen wie die anderen. In jeder Diskussion, wenn ich Politiker-Diskussionen anschaue, Pixelmännchen, die jetzt in mir auftauchen, in meinem Traum und immer daran denken, du hast keinen als träumender Geist, bist du wie 200 Gramm rote Knete, wie Gott. Gott lässt alles mit sich machen. Und jetzt das Erste, wo du dich konzentrierst, einmal hundertprozentig sicher, ich bin hundertprozentig Geist. Ich sage, das bist du jetzt, wenn du dir das Gespräch ausdenkst. Ja. Der, der hört und der, der was erlebt, das ist der träumende Geist. AIN, ein träumender Geist heißt ein nicht existierender träumender Geist. Wichtiger Satz. Du Geist bist nicht in der Lage, probier es aus, in irgendeiner Art und Weise an dich selbst zu denken, ohne dich zu einer Information zu machen, die in dir auftaucht. Das ist richtig. Und sobald du den nächsten Gedanken denkst, ist diese Information wieder weg. Es ist ein Umformen von dem, was immer dasselbe ist. Du bist dein ganzes Leben immer dasselbe rote Ich gewesen. Aber nicht immer dasselbe Körper. Ich sage immer, du bist immer derselbe Geist. Der Leser ist vom Anfang bis zum Ende eines Buches, eines Videospiels immer derselbe Geist. Aber wenn du an deinen Körper denkst, bist du bloß immer G-Leiche, sage ich, eine Gehirnleiche, weil in dem Moment verwechselst du dich ja mit deinem Körper und du sagst hier, das Wichtigste am Körper ist das Gehirn. Ohne dieses Gehirn und ohne den Körper wird es mich ja nicht geben. Was ist das für eine unendliche Ja, Geistlichkeit? das ist wohl wahr. Mein Fitz zieht dir das Beispiel, du bist bloß ein dummer, geistloser Affe. Ja. Bei eigener Definition, sagt der Udo immer dazu in den Schriften. Es ist nicht, es sollte nicht, es ist die Meinung deiner Lehrer, deiner Erzieher, die du nachäffst, geistlos, bis du anfängst, dir Gedanken zu machen, was du selbst bist. Und das führt dich dann in die Schiene, was man nachlesen kann.
ich sage einfach mal Dolle, Karl Renz, ich könnte jetzt viele so Namen sagen. Das sind auch nur Gedanken, vergängliche Gedanken, ein Kommen und Gehen. Was ist immer im Meer? Jetzt kommen wir in diese Metapher von Holofeeling. Ja. Und jetzt sollte man die Neo-Apokalypse lesen, wenn man sie nicht gelesen hat. Und wenn man sie einmal gelesen hat, was du die, du weißt, ging, bevor du nicht mindestens 10-mal ganz intensiv studiert hast, und zwar in verschiedenen Reifestufen. Jetzt denke ich einmal wieder bewusst raumzeitlich, ich sage dir jetzt viele meiner Geistesfunken, Geistesfunken bin ich, wenn ich in einem Buch drin stecke. Ja. Darum habe ich immer wieder gesagt, wenn ich als Udo auftauche oder wer auch immer jetzt in deinem Leben, es ist einfach nur, du hast dich festgefahren, du steckst praktisch fest und ich bin jetzt der Bulldog, der kommt, um dich rausziehen zu wollen. Ich reiche dir meine göttliche Hand und die meisten spucken drauf. Machen das lächerlich, meinen, die haben es nicht nötig. Und ich sage immer, und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ich werfe niemals irgendeiner ausgedachten Person was vor. Namen erspare ich mir jetzt. Es geht auch nicht um Drohung. Ich bin absolute Liebe. Ich bin absolute Vergebung. Ja, das ist wohl wahr. Es ist dieses im letzten Selbstgespräch, dieses Ich begnadige dich. Ja. Ich begnadige jede Figur, jeden Charakter. Ich kann doch als ein Autor, ein Schriftsteller, der einen Roman schreibt, nicht irgendeiner dieser Figuren vorwerfen, dass es so ist, wie sie ist. Warum verstehst du nicht meine Kindergartenbeispiele? Die Sache, wir gehen durch den Zoo. Hat Gottes Bedürfnis, irgendeiner Kreatur, die er erschaffen hat, vorzuwerfen, dass es so ist, wie sie ist? Hat ein Schriftsteller irgendeinem Protagonisten in einem Rahmen, einen Roman, den er erschaffen hat, vorzuwerfen, dass er so ist, wie er sich in dem Roman, wie es den Anschein hat? Nee. Meine Botschaft richtet sich an den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Mich meine ich jetzt den Udo. Hörst du jetzt einen Menschen sprechen? Das haben wir ja so oft durchgespielt. Ja. Das hört man und ist irgendwie logisch. Wieso ist es logisch? Ganz einfach, weil ich darauf hinweise, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Du glotzt ein Pixelmännchen an und du hörst einen Lautsprecher zu. Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, als Trockennasenaffen, dumm nachäffende Affen bei eigener Definition, egal in welchem Glauben, in welchem politischen System du drin hängst, ihr seid so unendlich gescheit. Da steckt das Wort geschieden schon mit drin. Weil ich bin ja ich und du bist du und das sind alles andere. Ich sage, das sind alles deine Gedanken, das sind deine Informationen. Die wird es überhaupt nicht geben, wenn du sie nicht denkst. Ja. Und wir kommen zurück zur Vergebung. Du wirst irgendwann einmal feststellen, wenn du die Hand, und ich sage, es ist ein Riesenunterschied, ob wir jetzt die Masse ausdenken, die mit ihm breit ist, die Weg der Masse in die Verdammnis. Da spreche ich jetzt nochmal den Calvinismus an. Der Calvinismus, der ganz, ganz klipp und klar sagt, ob du auf der Bühne einen guten oder einen schlechten spielst, die Diskussion, ob die dann in den Himmel kommen oder in die Hölle kommen, immer an das denken. Du in den Himmel kommst oder in die Hölle kommst. Ich sage, alles Ausgedachte kommt dahin, wo es herkommt. In dieses absolute Nichts. Creatio ex nihilo. Ja. Um die musst du dir keine Gedanken machen. Mach dir Gedanken, was bin ich selbst? Und du wirst dann irgendwann nochmal feststellen, und das ist keine Drohung. Du wirst, ich mache jetzt einmal je nach Charakter, wenn du dein Ego so übermächtig ist, wenn du nicht lernst, das Tier in dir zu beherrschen, du wirst den Tag verfluchen, wo du meine Hilfe nicht angenommen hast. Und strafen du dich niemals, Gott, ich bin Liebe. Es ist dieses Prinzip im Hintergrund der absoluten Gerechtigkeit. Es wird immer zuerst einmal so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das bezieht sich momentan auf das Leben, das du träumst. Wie du dir es ausdenkst, wie du es definierst, wie du es interpretierst. Wenn du sagst, das ist hässlich, dann ist es für dich hässlich, diese Information. Und wenn du sagst, diese Information ist hilfreich, dann ist sie für dich hilfreich, auch wenn sie vielleicht das ganze genaue Gegenteil ist. Sie ist immer die eine und die andere Seite gleichzeitig. Ja. Ja. Ich sage, es ist Segen und Fluch in einem. Ja. Ella. 1, 30, 5. Beschwörung und Fluch. Ja.
Beides gleichzeitig. Verb und drei gleichzeitig. Ja. Bist du schon in der Lage, Worte allumfassend zu erkennen? Wer meinen Namen denn heiligt? Das war das Letzte, was ich in den Chat reingestellt habe. Ja. Das muss man durch etwas weiter fassen. Ja. Ich habe einen breiten Rücken. Ich sage immer wieder, was du über den Udo sagst. Ich will jetzt die Bibelstelle nicht sagen in Christus, wo ich sage, wenn du den Menschensohn verfluchst, dich über den lächerlich machst. Das ist keine Sünde. Geht dieser ausgedachten Figur auch am Arsch vorbei, wenn du dich gegen Gott versündigst und den spuckst du ins Gesicht, wenn er dir so eine Sünde schickt. Ja. Und ich muss jetzt immer wieder sagen, egal wer du jetzt zu sein glaubst, das heißt, was für ein Programm in dir läuft. Ist ja gerade jetzt, wenn wir uns ein Helga-Programm ausdenken, die beschäftigt sich ja schon lange genug mit einem Udo. Können wir jetzt einige Namen sagen. Nicht die Helga, die du dir ausdenkst und sagst, das bin ich oder der oder der oder der. Udo hat noch nie irgendwas verlangt, sich in das Leben eingemischt. Schau mal, was du jetzt, ich benutze dich dann zwar, aber da hat die Helga doch gar keinen Einfluss drauf. Diese Vorträge, die du organisiert hast. Ja, ich kann dir immer wieder sagen, erst der Fiegenstall, danach die Schnauze voll, das mache ich nie mehr. Zweiter Fiegenstall, die Schnauze voll, das mache ich nie mehr. Blindfeld, das ist, du bist doch eine Getriebene. Das benutze ich doch auch meine, wenn ich jetzt meinen Folger, meinen Rainer, ich sage, ich nehme jetzt Namen, Redo sowieso, Diana. Es sind Figuren, es sind ganz systemwichtige Parameter in deinem Leben. Da müsstest du unendlich dankbar sein, was die für dich getan haben. Und dann doch wieder, warum tun sie es? Weil du dir das ausdenkst, wenn du dir das ausdenkst und du kannst dir das nicht raussuchen. Ja. Und dann brauchen wir natürlich zu der einen Seite die andere Seite. Und die wären genauso, die hätten die Chance. Es ist das Einzige, du musst das Tier in dir beherrschen lernen, das dich manipuliert. Du kommst dir so unendlich gescheit vor. Und Zeit spielt in diesem Spiel keine Rolle. Das klingt immer so wie Drohung. Liebe droht nicht. Das ist die Gerechtigkeit im Hintergrund. Weil du wirst irgendwann einmal das Ziel ist, dieses Ausgeglichene schwingen. Schwingen musst du. Du brauchst immer, aber bewusst. Magst du es bewusst? Bist du schon in der Lage, einen größeren Komplex, einen Chat zu erkennen? Chat ist natürlich, du merkst, rede ich von unserem kleinen Chat, Ex-Chat für mich. Es hat alles seine Zeit. Wir waren unser Thema am Anfang. Ja. Geistiges Wachwerden, ich sage mal Wachstum, Wachwerden ist ständige Gestaltveränderung. Aber in hier und jetzt. Ja. Und der es erlebt, der verändert sich dabei selbst überhaupt nicht. Wenn ich immer sage, du bist, nachdem du ein Buch gelesen hast, du nimmst das Buch in die Hand, jetzt muss man natürlich einen Körper ausdenken, wir machen das einmal symbolisch, in deinem Arbeitsspeicher wird eine Datei geladen, wo alles gleichzeitig da ist. Wir können auch für das Buch ein Videospiel, ein Lebensspiel setzen. Weil alles, was passiert in Kollektionen, in der Transversale, ist gleichzeitig. Das heißt, aus einer tieferen, vor El Hayom, einer tieferen Schicht, kriegst du immer noch in eine einheitliche Schicht. Jetzt müssen wir uns das natürlich in die Existenz nehmen, an den Arbeitsspeicher denken, kommt jetzt ein Videospielprogramm, statisch, ein Film, ein Buch, die einfache Metapher. Und die kommt, der Schwamminhalt Beispiel, wenn ich sage, der saugt sich nicht im Laufe des Lebens voll, den kriegst du komplett fertig auf einmal. Und aus dem entspringen jetzt wieder kleine Einzelbilder. Und du als Geist, ich sage in dem Fall der Computer, du bist, wenn dieses Spiel beginnt, am Anfang des Spiels und am Ende des Spiels, es beginnt jetzt und es endet jetzt. Dieses Video wird jetzt aufgenommen. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Und es wird jetzt angehört und jedes Wort, das du jetzt hörst, ist jetzt. Immer jetzt, ja. Und wenn ich mir jetzt einen Lautsprecher ausdenke, wenn der nach vorne schwingt, dann ist er am höchsten Punkt jetzt und an diesem Punkt auch jetzt. Die ganzen Jetzt fallen alle in ein einziges Jetzt zusammen. Das ist das, was man Ewigkeit nennt und meint dann eine Zeitspanne, Vergangenheit und Zukunft bis in alle Ewigkeit. Diese Vorstellung von Ewigkeit ist schon verkehrt. Es ist ein ewiges Jetzt, eine Kollektion mit unendlich vielen Möglichkeiten. Ja. Das ist die Ewigkeit. Ja. Und jeder Moment, jede Facette, jedes Butzelstück, wie ich das nenne, ausgebreitete Schatten. Schatten ist ja Zell im Hebräischen. Das ist die Geburt von Licht. Aber geborenes Licht ist kein Licht mehr. Ein geborener Geist, Geber, da steckt unser Geber schon mit drin. Geber ist ja der Geburtsgeber, die männliche Potenz. Wenn wir es rot lesen, wenn wir es blau lesen, haben wir schon GB. Der Geist wird zu einer polaren Rechnung. Ja. Und unser GB aus drei waren zwei, Synthese waren es erst einmal zwei. Der Ursprung
für These und Antithese ist ja eine Synthese. Aber eine ausgedachte Synthese ist keine. Die wirkliche absolute Synthese ist, dass alle Thesen in eins zusammengeschmissen werden und kein Unterschied mehr da ist, ja, weil du ja immer nur Unterschiede wahrnimmst. Ja. Das klingt so, es ist unendlich einfach, was ist drin, dass du es nicht verstehen kannst? Was ist zum Beispiel in dir drin, dass ich massiv weicher zu begreifen, was bin ich eigentlich? Dass du immer wieder wegglitscht und dich personifizierst, dich zu einem vergänglichen Gedanken machst, den du versuchst am Leben zu erhalten. Ein Spiel, das du hundertprozentig verlierst. Du verlierst es, weil du, wenn du an dich denkst, du dein Bewusstsein verlierst. Du verlierst dich selbst aus deinem Bewusstsein heraus, machst dich zu einer Vorstellung von dir, ja, selbst, von dem, ja, wer du bist. Ja. Kommt dieses Bild, das aber wiederum genau genommen in dir ist. Ja. Aber jetzt haben wir wieder dieses ausgedachte Außen und das ausgedachte Innen. Ich rede von dem absoluten Innen. Ich habe eine Vorstellung von mir. Ich stelle was vor mich hin, was eigentlich in mir ist. Machst du jetzt extra mal so? Weiß, was du in der absoluten Mitte, im, ja, Mittelpunkt. Punkt. Ja. Das ist dieser kleine Kern. Das, da könntest du jetzt, wenn ich in Zeit spreche, du solltest so lange darüber meditieren, bis dir bewusst ist, was ich dir eigentlich sage. Und da brauchst du keinen Intellekt, sondern Liebe und das einfach einverstanden sein. Erst wenn du absolut mit allen einverstanden bist, und da hast du natürlich in deiner Figur ein Rollenspiel, dieses ständige Wechsel und das, was du anderen antust, dieses sich in andere reinversetzen können. Ja. Wie finde ich diesen goldenen Mittelweg? Ja. Ich sage, ich gehe keinen auf den Keks. Das geht, wenn ich einen auf den Keks gehe, macht der das selber. Ja. Es ist doch, wenn du den Udo loshaben willst, dann denke ich doch einfach nicht mehr, wenn du ein freier Mensch bist. Ich sage, wenn ich mich einmal festgezeckt habe in deine Gedanken, schau doch, ich blätter in deinem Buch zurück. Du hast es ja auch schon mal aus, das glückliche Zeit lang. Man liest Udo Filmen, da sagt man so einen Scheiß, dann ist man begeistert und sagt man Scheiß, schmeißt es in die Ecke. Aber das ist, wenn du ein Funke bist, wirst du immer wieder zurückkehren. Nee, du kannst gar nicht. Der Udo, das geht doch gar nicht. Dieses Zurückkehren hat nichts zu tun mit einer ausgedachten Sekte oder mit ausgedachten Idioten. Das ist ja mit dem Reagieren, wo ich immer sage, geistreich oder nicht geistreich. Es ist die Schwierigkeit ist nicht, dass ich mich unsauber ausdrücke, sondern wie erkläre ich Windows Basic, wenn ich nur Basic reden darf? Und ich sage, es geht nicht. Ich kann nur versuchen, dass ich deine momentane Logik erweitert. Und zwar in einem Bereich, der dir unlogisch, gefährlich und böse erscheint. Und du brauchst immer dann zu den einsichtigen Figuren, die wir uns ausdenken, ausgedachte einsichtige Figuren sind schon rein als Gedanke überhaupt nicht einsichtig. Ausgedachte Böse sind nicht böse. Es sind Gedanken. Es sind vergängliche, existierende Informationen von dir. Und ich sage, mach dir keine großen Gedanken über deine Gedanken, dass du meinst, du müsstest welche am Leben erhalten wollen, das wird dir nicht gelingen und jetzt machen wir die Gegenseite, du willst die nicht mehr haben, du willst die zerstören. Schau doch einfach, die sind doch schon mit dem nächsten Gedanken weg. Die große Frage ist, warum wiederholen die sich ständig? Ja. Warum wiederholen die sich ständig? Das Leben erlebt der Geist. Und wenn du hier mit einem extremen, egoistischen Geist konfrontiert bist, und da geht es jetzt nicht, Ego ist so unendlich vielfältig. Du wirst leiden bis in alle Ewigkeit. Du wirst mit deinem eigenen Ego, mit deiner Rechthaberei auf dich einprügeln. Ob das im Kleinen ist oder im Großen ist. Und wenn du dich über irgendwas aufregst, so ein simpler Satz, es ist niemals der Reizauslöserschritt. Der kann nichts dafür, dass er in dir auftaucht. Der träumende Geist kann nichts dafür, dass er das träumt. Das sind alles ausgedachte Dinge. Alles, was ausgedacht ist, ist freizusprechen. Ja. Egal, was wir jetzt haben, wo du so einen Hals kriegst als Mensch. Du bist es, du reagierst wie ein Zombie, wie eine Maschine und das macht dich blind. Oder du kommst dir doll vor, das hängt von deinem Programm ab. Wer ist jetzt der Bessere, der sich über den Ugo aufregt, dass er den alten Chat zumüllt oder der Ugo, der meint, ich zerstöre diesen Chat, kommt sich unheimlich. Das sind alles, es ist wie wenn du dich hinsetzt und ich mache jetzt einmal eine Geschichte mit Figuren. Mir geht es darum, wer ist es, der das erlebt, der sich das ausdenkt. Du wirst immer nur das erleben, was du dir selbst ausdenkst und was du dir selbst ausdenkst, hängt zurzeit von deinem
Programm ab, das in dir läuft, das du zu durchschauen hast. Das ist doch immer wieder dasselbe Thema. Oder das einzige Problem mit den anderen, ich lebe ja sehr zurückgezogen, ist ja natürlich die Nele, die ich mir immer wieder ausdenke. Also du hast, jeder hat seinen Wundenpunkt. Die Nele ist, du hast eine Nele, ein anderer hat dieses, der andere hat jenes, der andere hat vielleicht sein Wehwehchen, sein körperliches Wehwehchen, das er loshaben will. Weil das andere ist... Du verwirklichst das mit Glauben, darum mache ich gerade immer so die Sachen, wenn ich sage, Welten sind eigenständig, selbst die physikalischen Gesetze können unterschiedlich sein. Mir kommt jetzt gerade im Sinn die Sache mit unserem Klaus. Der war in Almena schon immer, wo er dann weg ist und ihn hat halt angezogen, sein Programm hat ihn gezwungen, mehr in diese asiatische Richtung. Mit seinem Barber, seinen Erfahrungen, wo er dann merkt, das ist ein Gott. Was er gerade, der Geist ist, von merkt gar nicht, dass sein Glaube sich jetzt einen Gott erschafft. Lieben Gruß. Ja. Sein Glaube ist das, der das macht. Nicht die Figuren. Selbst wenn jetzt ein Superman in dir auftauchen würde, das wäre übrigens möglich. Dann durch deinen Glauben verwirklichst du das. Ja. Du verwirklichst durch deinen Glauben auch die Zerstörung, selbst deine Selbstzerstörung. Ich muss ja in der Zukunft sterben, wenn du diesen materialistischen Schwachsinn nachblabberst. Du musst von Augenblick zu Augenblick sterben. Bad und Dödel. Die Bedornische Totenbuch. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, G-Wort, das geistige Wort, dann wirst du von Augenblick zu Augenblick, AGM, Beckenblick zu Beckenblick. Das heißt, du drehst dich eigentlich um einen Mittelpunkt und machst Perspektiven, wie ich das immer nenne. Schau hier hin, schau da. Vorstellungen. Du wirst von Augenblick zu Augenblick SD erben, so wie man das immer war. Ich sage Spiegelungen, raumzeitliche Spiegelungen, raumzeitliche Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen, weil du ja immer in der Kante reinschaust, erst einmal. Und dadurch zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper geboren. Ja. Dieses GB, haben wir so oft gemacht, wenn man das durchliest. Und das ist das chronologisch, bewusst chronologisch denken ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn man es bewusst macht. Ja. Sich bewusst in Stücke reißen, dass ich sage, ich reiß mich jetzt in Stücke, ich mache mich jetzt zu einem Helga-Gedanken, zu einem Udo-Gedanken und dann denke ich natürlich noch an mich. Hast du jetzt die ganze Zeit an dich gedacht? Während du aufmerksam zugehört hast, an was denkst du eigentlich, wenn du an dich denkst? An den, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört, anschaut? Das alles bin nicht ich. Das sind Gedanken, das sind Informationen. Was bist du selbst? Und du warst jetzt immer wieder am Anfang. Du bist nicht in der Lage, an dich zu denken, ohne dich zu einer vergänglichen Erscheinung zu machen. Ja, das ist so. Und das ist das Einzige, was du verstehen musst. Das ist kein religiöses, kein esoterisches und sogar kein geistloses, naturwissenschaftlich-materialistisches Geschwätz. Und wenn du das durchschaust, wird alles anders. Absolut anders. Das ist die Tür, die ich geöffnet habe. Ja. Und ich schließe auch die Tür wieder, wenn ich die absolute Uneinsichtigkeit sehe. Wenn ich auftauche, hast du die Reife zum Loslassen, auch wenn du noch in einer Hosenscheißerphase bist. Wenn du natürlich so extrem aufgeblasen egoistisch bist und Zeit spielt keine Rolle, das ist, du wirst 1000 Jahre in diesen Feuersee geschmissen. Aber immer dran denken. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Das ist dieses täglich grüßt das mal mit dir. Und du kriegst es nicht mit. Es ist sehr zu trügerisch, Helga, wenn dir was logisch erscheint. Mhm. Auch so ein einfacher Satz, tausende Male gepredigt. Wenn ich jetzt einmal ganz bewusst sage, ich denke mir einen Computer aus und ich sage, ich bin der Computer, dann habe ich ein Programm und eine Logik. Alles, was mir logisch erscheint, ist extrem begrenzt. Ja, das ist. Aber ich glaube, bei mir spielen die Emotionen halt so eine entscheidende Rolle. Emotionen sind ja das ist ja das, was dann richtig schön aufpuschen. Mit dem Denken, das habe ich gar nicht, aber mit den Emotionen. Das ist selbstverständlich, das ist ja gerade auch das Gefühl des Mitleid. Egal, was dich im Mitleid helfen wollen, das erzählst du mir, wenn du absoluter Helfertyp bist, sich da zu lösen, das ist die größte Härte überhaupt. Ja. Das ist sich beherrschen lernen. Ja. Seine Logik beherrschen lernen und das wirst merken, das ist ein Riesenheuriker, ein Riesenaha-Effekt da, wenn du das Prinzip wirklich verstanden hast. Ich bring's ja schon in die Dualität, aber... Dass du auch nichts verlierst. Ja, das ist ja, wo ich sage, die Mutterliebe. Das ist immer wieder das Spiel. Oder ich liebe ja meinen Hund so, jetzt die Ruth-Geschichte. Das ist Namen sind jetzt austauschbar. Ja. Weißt du, da könnte ich jetzt so viele sagen, wo man weiß, das Ding, das Tier lebt noch mal lang, das ist mein Herz und meine Seele. Nee, das ist es nicht, das ist ein Gedanke. Gedanke, nur ein Gedanke. Ja, mit den Emotionen, das ist das mein Gedanke. Weil man einen geliebten Menschen hat, man klammert sich, das macht aber, wer macht das, wer bestimmt das?
das Programm. Und einer, der dann apathisch ist, ich habe das so oft gesagt, das Wort Apathie heißt nicht leidend. Ja. Schulmedizinisch, wenn einer absolut apathisch ist, ist ja nicht normal, weil das nicht normal ist, der hat ja, ja keine Empathie mehr. Ja. Weil man dann im Studium gelernt hat, dass Empathie Mitleid heißt, Mitgefühl heißt. Entschuldigung, Empathie Mitgefühl heißt. Ja. Ich sage, das ist Freiheit. Das hat ja nichts mit der Handlung zu tun, jemandem helfen zu wollen. Mit Holofeeling sieht es anders aus. Sobald du einem anderen hilfst, hilfst du dir selber. Ja. Es ist Ego. Ego hat natürlich auch zwei Seiten. Ich sage immer wieder, das Arnie kann man natürlich auch rot schreiben. Ein schöpferisch seiender Intellekt, A-N-I, wenn ich das blau mache, schöpferisch seiend, N, ein, kann auch sagen, ein Schöpfer existierender Intellekt. Der Schöpfer ist ein existierender Intellekt. Was Existierendes ist kein Schöpfer. Ein Programm existiert, wenn ich es mir ausdenke. Wobei das ein Zwischenwesen ist, da bin ich drauf eingegangen. Der ist nämlich weder rot noch blau. Das ist ein Komplex der Jozer. Aber da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil da müssten wirklich Holofeeling-Grundlagen da sein. Viele, die meinen, die haben die Grundlagen, die kriegen immer mehr mit, wie sich das aufbaut. Dass wenn du einmal anfängst, dich mit einem Wort zu beschäftigen, meine simple Logik, wo ich sage, das ist ein 400-Seiten-Buch, ja, das ist noch ein Nichts, weil ja das jetzt wie eine Interpretation unendlich weit geht. Ja, oder da kriegt man auch so eine Demut vor dem Wort. Das denke ich manchmal, das Wort, das wird in mir so, das kann man nicht einfach so. Wenn du das entheiligst, immer die kleinen Sätze, so sind Märchengeschichten in der Bibel, wenn du in dieser Heiligen Schrift was hinzufügst, treffen dich alle Plagen. Ja. Wenn du was weglässt, ich mache jetzt was Neues dazu, dann hast du den anderen im Himmelreich verloren. Und ich sage, das ist ja passiert. Es ist die ursprüngliche, ich streiche die Vergangenheit weg. Warte mal einen Moment. Wo ist mein Telefon? In dir. Nein, Moment. Ja. Ja. Ich bin jetzt im Gespräch mit dem Udo. Ich rufe dich da mal an, okay? Gut, tschüssi. Siehst du, jetzt mal ganz kurz von mir etwas angetestet. Das nenne ich das Klingelingeling-Beispiel. Ich denke mir den Telefonhörer aus. Du kannst es ruhig laufen lassen. Die Frage ist, war jetzt ein Bewusstsein, dass dir jeden Moment einer da war, der geschaut hat, wie Helga funktioniert? Das ist Bewusstsein. Bewusstsein ist nur absolut im Jetzt zu sein. Das ist das ewige Leben. Den Hörer aus, den Anruf. Und einfach nur schauen, was taucht in mir auf? Reizauslöser? Ja. Was, wie reagiert der nächste Gedanke? Warum denke ich dann an das Telefon? Oder das ist eigentlich das Einzige, womit ich zu tun habe. Das ist Meditation. Das heißt, du musst eigentlich oder du solltest, wenn du absolut wach bist, kannst du ein ganz normales Brüsselleben leben und dir jeden Moment bewusst machen, was ist. Und dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass ganz hartnäckig ist, dass egal was in dir auftaucht, Weißenburg-Vortrag, ein Bild ist ein Bild. Ein Geräusch ist ein Geräusch. Es ist ein Geräusch. Und wenn die Stimme dann am dann, Telefon... Sobald du anfängst, die Stimme, das war jetzt Klingelingeling, wie oft habe ich das durchgespielt? Ich weiß. Das war nur in der Helga ein Klingelingeling, in der Helga. Hast du es gehört? Ich frage, ich rede nur mit dem Geist, der mir jetzt zuhört. Du musst dich zuerst personifizieren, dass du in eine persönliche Welt kommst. Ja. Dann denkst du an das Telefon, oh Moment, Moment, wo ist mein Telefon? Dann sagt Udo noch in dir. Weil du dir es jetzt ausdenkst, ich könnte jetzt zu dir geistern, wo war jetzt der Helge-Telefon? Hast du überhaupt der Klingeln gehört? Das Klingeln war bloß in der Helge-Programm, in der Helge-Programm. Ja. Dann hörst du irgendwas, ich sage mein Hallo, ich bin's. Und du denkst an einen ganz bestimmten Menschen. Ich habe ein Gespräch mit Udo. Ja. Das ist aber in dem Moment schon wieder bloß ein Gedanke, weil in dem Moment weder ein Computer noch sonst was da war. Es ist ein ganz abstraktes, kleines Eckchen, wo du dich in dem Spiegel der Dreieder in diese Unendlichkeit verlierst. Richtig. Und dann kommt die Stimme, Oma, ich bin so krank. Und dann kommt die Stimme. Mir geht's ja so schlecht. Und dann denkst du dir ein leidendes Nichts aus. So ist es. Das ist das Spiel. Ja. Du musst, das ist das Spiel. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Ja. Und weißt du, ich sage jetzt nochmal, der Bruch, alles beginnt mit dem Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Die anderen, die ich schon angesprochen habe, die sind sekundär. Halt zuerst einmal das erste und das zweite Gebot. Du bist ein Gotteskind, sonst werde ich in dir nicht auftauchen. Das heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Das ist das ganze Gespräch. Alle Worte, die ich bis jetzt in dir verloren habe, drehen sich um diese große Erkenntnis. Hör auf,
dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Der nächste Schritt, mach dir kein Bild von irgendwas DR außen. Du weißt, ich sage jetzt von da draußen, da oben im Himmel, sobald ich mir was in den Himmel hochdenke, muss natürlich auch ein Gegenteil sein. Haben wir so oft durchgespielt. Ja. Das ist so unendlich einfach, simpel, kindgerecht. Du kommst dir so gescheit vor, wenn du rumkotzt mit deinen Meinungen in deinem Alltag, was richtig und was verkehrt ist, wo du sympathisch, mitleidend, Beifall klatscht, begeistert bist und auch sympathisch leidest, mitleidest, leidest durch andere Äußerungen, die spiegelverkehrt in dir auftauchen. Jetzt ist natürlich immer wieder, Oma, mir geht so schlecht. Ja. Das waren nur Gedanken, wie oft sage ich hier, du hebst einen Hörer ab und dann hörst du, oder ist da Müller? Ist da Müller? Nein, da ist Bender. Ach, Entschuldigung, falsch verbunden. Du legst auf. Ein kleiner Wischer an Geräuschen, eine Interaktion, wo du reagierst. Es klingelt das Telefon, du hörst andere Geräusche und die stürzen dich in ein Chaos. Wenn ich immer wieder so. Polizei, ihr bla 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 geliebter Mensch hat einen tödlichen Unfall gehabt. Es sind nur Geräusche. Und dieses Programm regiert der Maschine, ja. was eigentlich mit Holofeeling passiert, wo die meisten eine unheimliche, im meisten Geistesfunk ist immer nur einer. Es ist die Entmenschlichung von sich selbst. Ja, das ist so. Was mit Holofeeling passiert, ist eine absolute Gehirnwäsche. Im positiven Sinne. Da kann man nur dankbar sein. Jetzt immer für den Mensch, das sterbliche Säugetier, den Affen setzen. Entmenschlichung ist wieder im materialistischen Sinne, ich sage, die Wörter sind verdreht, weil man meint, der Mensch ist schon die Krone der Schöpfung. Die Krone einer Schöpfung des Keder, was übrigens auch umzingeln heißt. Ja. Ich sage, du bist eingehüllt in eine Traumwelt und diese Traumwelt wird jetzt dein Körper. Das ist die nächste Stufe. Nicht nur ein Gedanke, dieser Körper ist mein Körper, sondern die ganze Traumwelt ist dein Körper. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Alles sein, ja. Das aber ist ein Spiel. Einen Moment, Helga, noch. Das ist so ein Spiel. Wir denken uns nochmal eine Situation aus. Wir denken uns jetzt den Udo aus und eine Person, zwei Personen. Udo-Persona und eine andere Person. Dann nimmt der Udo mit seiner Hand die Hand von der anderen Person. Und dann sagt er immer, schau, ich sehe jetzt zwei Hände. Und da ist es ja so, das ist meine Hand, das ist deine Hand. Ich sage, mir gehören als bewusster Geist beide, weil ich mir beide Hände ausdenke. Absolut. Und dann kommt das, ja, aber ja, wenn ich jetzt da drauf haue, das spüre ich ja, wenn ich auf die andere Hand drauf haue, das spüre ich ja nicht. Weil das ja deine Hand ist und das meine Hand ist. Ich sage, das liegt an deiner Empathie. Weil du sagst, das ist mein Leid, ich sage mal mein Gefühl und das ist das Gefühl von einem anderen. Oh, Gedanken werden immer so sein, wie du sie dir denkst. Dieses Programm macht, dass du nur spürst, wenn ich auf die Hand draufhau, wo du sagst, das ist meine Hand und wenn ich auf andere Hand draufhau, dann sagst du, das kann ich ja nicht spüren, weil das nicht meine Hand ist. Aber was ich dir jetzt damit erkläre, ist, dass praktisch jetzt dieses Extrem zu der Apathie ist das absolute allumfassende Leid. Mhm. Du leidest nicht, ich leide. Mhm. Vergiss es, wenn du meinst, dass du dich über irgendwas aufregst, dass du nur leidest und irgendwer ist immer dran schuld. Ich leide, weil ich nämlich du bin. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Und dieser Geist, der träumt, vom ersten Tag an, ich nehme all eure Schuld und das Leid auf mich, ist der vor dem Bücherregal. Mhm. Auch wenn er dann in die Vereinzelung geht, dass du jetzt zu einem träumenden Geist, der nur ein einziges Leben lebt, ist es trotzdem, die Stufung habe ich so oft durchgemacht, es ist nur dieser eine Geist. Oh, jetzt kommen wir gleich drin. Ja, das ist es, das bedeutet es. Alles, was du an den anderen antust, tust du dir selbst. Das sind auch keine Schuldzuweisungen. Was das dann wirklich bedeutet, dieser Sinn des Lebens, da kann ich nur sagen, du verstehst, du hörst, du meinst, du hättest irgendwas verstanden. Du hast es nur grob begriffen, einseitig ausgelegt. Das geht schon bei Worten los. Ich sage immer, ich weise immer wieder darauf hin, jedes Wort, das für dich jetzt nur schrecklich ist oder Angst in dir auslöst, wenn du so auf das Wort reagierst, hat auch eine andere Seite. Und umso schlimmer die eine Seite, umso größer die eine Seite ist, umso andere ist die
Das ist die andere Sache. Diese absolute Herzlosigkeit, die dieser Brösel Udorf dann dargelegt, dass ich sage, mir gehen die Menschen, die Gedanken, die du dir denkst, vollkommen am Arsch vorbei. Hat auf der anderen Seite eine für dich unvorstellbare Liebe. Ja. Weil du musst nach den Ursachen suchen. Und die Ursache ist immer eine Vollkommenheit, die zuerst einmal Balance auftaucht. Der Heilungsprozess ist eben, dass ich genau das Gegenteil in derselben Größe dazusetze. Das mache ich ja schon. Alles, was dir verhasst ist, ist eigentlich das Geschenk, so ist es auch, das du für deine Heilung brauchst. Ja. Du hängst in deiner Einseitigkeit. Ja, ich weiß, ich hänge in diesem Gefühl, weil mit anderen, ich bin ja alleine hier, ich treffe mich mit niemandem, ich bin alleine hier, aber die Nele, das ist ein Hammer für mich. Ist jetzt, bei dir ist es die Enkelin, bei der anderen ist es der Sohn, bei der anderen ist es der Tochter, beim anderen ist es der Ehepartner, egal ob männlich oder weiblich, hängt ja davon ab, was für eine Rolle du spielst. Ja. Jeder hat seine Achillesferse. Aber ich merke, dass die Gefühle bei mir, die sind so stark in der einen und in der anderen Richtung. Also die Gefühlswelt ist bei mir extrem. Das ist auch in einem gewissen Maß, aber ich will jetzt da nicht eine persönliche Psychologie mit dir machen. Das können wir gerne mal durchgehen, was die Ursache liegt, immer auf deiner Seite. Das ist sowieso. Das muss man, die Aufgabe muss man selbst lösen. Ich bin ja, nicht ich mein Führerscheinprüfungsbogen. Ja, ich weiß das. Es ist, der Lehrer ist nicht dazu da, dass er deine Aufgaben löst. Ich kann nur immer wieder einspielen und helfend unterstützen, dir vor Augen führen. Schau, wenn ich jetzt den Ugo zum Beispiel nehme. Das, was da viele nicht wissen, ich habe mit denen einen ganz klaren Deal. Er hat mir versprochen, dass er nichts mehr in den Chat reinstellt. Und dann habe ich unseren Chat aufgemacht. Und ich habe gesagt, wenn du nichts mehr in den Chat reinstellst, du kannst ja hier reinschreiben. Ich habe da auch reagiert für ihn, dass er nicht bloß schreibt, ins Leere schreibt. Verspreche ich dir, dass ich dich aus dem Traum raushol. Er kann es nicht. Er kann selbst innerhalb jetzt die letzten Einträge, ich rede jetzt raumzeitlich, bevor ich als Udo rausgegangen bin. Ja, ich lasse euch jetzt in Ruhe, ich will ja nichts reinschreiben. Es dauert keine 3 Minuten und ihr schreibt schon wieder was rein. Ja. Es ist einfach ein wildes Tier. Ja. Sollte ein Geist im Hintergrund sein, es ist immer ein Geist im Hintergrund. Sonst, wenn kein Geist da wäre, wird es keinen geben. Wenn keiner da ist, der sich was ausdenkt, wird es nichts Ausgedachtes geben. Ja, so ist das. Natürlich immer dran denken, denn die wir uns jetzt ausdenken, der sich was ausdenkt, ist auch was Ausgedachtes. Ja. Das bist du. Ja. Du musst jetzt nicht unbedingt das in dem Chat gelesen haben. Ja. Aber wenn du jetzt, mir sag mal, hättest du jetzt das Ugo-Programm laufen. Er hat mit mir einen Deal gemacht. Er hat seine Seite nicht eingehalten, halte ich meine Seite auch nicht ein. Ja. Ich öffne eine Tür und ich schließe die Tür. Und ich habe zu ihm gesagt, du wirst den Dach verfluchen. Das ist keine Drohung, sondern eine Beschreibung. Ich sage, wenn du auf eine heiße Herdplatte langst, tust du dir weh. Und wenn du den elektrischen Weidezaun nicht loslängst, weil du meinst, das ist deine Sicherheit. Nein, das ist dein Ego, wo du festhältst. Ja. Dann drehe ich die Spannung auf und ich drehe die extrem auf und du wirst irgendwann einmal loslassen. Und du wirst den Dach verfluchen. Ist immer heute, ist immer jetzt. Abgerechnet wird am Schluss. Dann stellt sich nämlich raus, ob du wirklich wach wirst oder ob du wiederholst. Ja. Und jetzt bitte nicht den Fehler machen, dass das irgendwann in der Zukunft ist. Ja. Alles, was ist, ist jetzt. Und Udo, darf ich nochmal zu dem Telefongespräch? Wenn das Telefon klingelt, bin ich mir bewusst. Aber, jetzt kommt das Aber. Jetzt höre ich der Stimme nur zu. Ich höre nur auf die Worte. Und jetzt kommt diese weinerliche Stimme. Und dann merke ich, das genau, wie ich dann dieses Mitleid bekomme, sage ich es jetzt mal so. So, und Oma, warum sagst du denn nichts? Du bist die Einzige, die hat ja niemand. Du bist die Einzige, die ich habe. So, jetzt kommt das Oma-Herz. Und dann fange ich natürlich an zu erzählen. Und ich weiß das. Ich weiß das, aber mit diesem Gefühl. Ja. Die Hilflosigkeit, Helga, das ist immer, in jedem Leben hast du in irgendeiner Form die Hilflosigkeit. Das ist die Hilflosigkeit, ich will dir auch helfen. Die Lösung ist wirklich so extrem einfach. Ich will dir auch helfen, dann bemüht man sich. Ich könnte jetzt immer wieder sagen, es wiederholt sich ja eine Sache. Schau, wenn ich jetzt, was ich jetzt Ugo nenne, ich könnte auch so viele Namen nennen. Wenn du jetzt den Werte, die letzten, ich mache mal nur einen Zeitraum jetzt mit den klassischen, von dir ausgedachten Holozie-Feeling-Zeitspanne, wo du zu tun hast, mir sagen wir mal die letzten 20 Jahre. Ja. Das sind Phasen, das sind Sergios. Ja. Wenn man von Anfang an dabei ist, das ist jetzt, ich sage jetzt einmal die Donis, die Fettings und so weiter, wobei die ja gar nicht wissen, was in der Udo-Perspektive da noch im Hintergrund passiert an Einzelgespräche. Ja, klar.
Du hast ja keine Ahnung, wie viele solche Gespräche wie jetzt aufgezeichnet werden, ich für die nicht aufgezeichnet war. Oder ich glaube dir das. Ja. Ich war unermüdlich, immer dasselbe zu erzählen. Ja. So, jetzt würde ich auch, da ruft mein Moritz zum Beispiel an und erzähl mir dieses und jenes. Ich könnte dir jetzt nichts erzählen, geh in dein Internet rein, in dich selber rein. Und es ist tausendfach schon erzählt, das sind so viele Sachen, die wollen was wissen und haben einen Blog von tausenden von Seiten und hunderten und aberhunderten von Selbstgesprächen, die sie noch nicht angehört haben. Ja. Wo ist jetzt der Unterschied, ob jetzt du mit dem Udo skypst oder ob jetzt ein Video läuft? Du sitzt vor dem Computer und hörst dir was an oder liest was. Fühlst du dich besser, wenn da einer sich dann die Mühe macht, das zu machen, weil du nicht allein sein kannst? Aber ich sage jetzt einen Ersatzschuss, ein Michael Horn. Die sind extrem abgestürzt. Alles löst weg, sich dann auf. Es ist ein Wrack, Michael Horn, kannst du mit Lothar unterhalten, den fallen die Zähne aus, alles. Der hat so schön angefangen, der hat den großen Ordner zusammen. Der war toll, tolle Sachen hat ganz, ganz tolle Sachen geschrieben. Denn wenn du, es ist ein Wrack. Ja. Dann spucken in ihm seine Außerirdischen. Ja, ja. Seine Reptiloiden. Und dann kommt die Diskussion und dann kannst du, den kannst du nicht mehr erreichen. Ja. Den kannst du nicht mehr erreichen. Das ist das satanische Tal. Nicht biblisch verstehen. Sat-Ani. Raumzeitlich geöffnetes Ani ist Ish. Das ist satanisch. Der Satan, der Scheidan, du trennst dich letztendlich, dein Ego trennt dich von dir, von dem, was du bist. Du wirst zu einem Tier, weil das Ego bestimmt, ich, blau und ich. Und ich zerstöre den Chat und ich mache dieses und jenes. Und ich sage, du Riesenidiot, du zerstörst dich selbst. So ist es, nur sich selbst. Sobald du auf einen anderen einprügelst, prügelst du immer auf dich selbst an. Immer, weil das bin ja alles und ich. Und diese Gerechtigkeit besteht darin, ich mache dich zum Richter über alles und jeden und deine Richtersprüche. Ja. Und wenn sie nur gedanklich sind, wenn gnadenlos an dir selbst versteckt, bis du dich selbst begnadigst. Ja. Du wirst jetzt anfangen, wenn du in der Stufe bist, wo dich dieses Ego hingetrieben hat, wenn du so ein Ego hast, dass du es nicht beherrschst, dann bist du der Allerletzte, der sich selbst begnadigt. Ja. Ja. Mir fällt eine kleine Geschichte ein, wie ich meinen Laden, ich bin ja aus dem Laden rausgegangen, ich habe den Laden komplett hergeschenkt, wissen einige, meine Mitarbeiter nicht gespendet, komplett, auch meine ganzen Konten, alles, meinen ganzen Besitz habe ich denen geschenkt, sag, macht einfach weiter oder sonst was. Und dann kommt irgendwann mal einer meiner Mitarbeiter, da bin ich schon draußen gewesen, 2 Jahre, und dann hat er schlechtes Gewissen gehabt und dann hat er gesagt, dass er geklaut hat. Das, in einer Phase, wo ich noch drin war, hat er Lautsprecher und Geräte mitgenommen und hat es bei seinen Kumpeln verkauft. Und dann kommt er hier und es tut ihm so leid und dann wollte er mir das zurückzahlen, was er raus hat. Muss er vorstellen, jetzt vom schlechte Gewissen hat ihn geblieben. Und dann habe ich gesagt, Fredi, pass auf, du weißt, ich habe euch den Laden mal sowieso geschenkt. Das heißt, mir ist es vollkommen gleichgültig. Ich habe dir komplett vergeben. Egal, was du gemacht hast, du hast dich ja eh bloß selber geklaut. Und Vergebung musst du von mir nicht erhoffen, die hast du schon längst. Ja. Hast du schon die Größe, dir selber zu vergeben? Ja, das ist genau das. Und es wird natürlich, dass, wenn du an den Punkt kommst, wo dir bewusst wird, was für eine Chance, ich sage immer wieder, ich rede auch von mir, die Leben habe ich ja alle schon gelebt. Die eigentliche Qual ist nicht die Kreuzigung. Das ist ein, so ein extrem komplettes Chat-Symbol. Es ist die Qual, ist ein Ugo-Leben leben zu müssen. Ja. Und man hätte das in der Hand, darum tauche ich ihm in diesem Leben auf, aber nicht bestimmend. Das ist ja das Verrückte, jemanden die Freiheit in die Freiheit führen zu wollen, darf in keinster Weise an den Druck erwarten. Das, was Körper machen mit Versprechen und Drohen. Ja. Wenn du das tust, was ich dir, geht es dir gut. Das ist nicht einmal das, sage ich. Du kannst den Eindruck haben, du kannst es jetzt so auslegen, meine Worte. Ich weise dich vollkommen wertfrei auf was hin, wenn du auf heiße Herd hast, hast du Schmerzen. Ja. Wenn du nicht aufhörst, dein Ego zu Entschuldigung, wenn du nicht irgendwann einmal dein Ego zu beherrschen lernst. Und das Einzige, was es erfordert, ist, dass du, bevor du was raushaust, vollkommen gedankenlos, dir bewusst machst, was ist jetzt da und warum reagiere ich so drauf. Du sollst selbst, wenn ich sage, du sollst deine Rolle weiterspielen, aber als bewusster Schauspieler, jetzt kommt der Heilungsprozess. Du kannst in dem Moment, wo du merkst, wie du wirklich bist, ich sage mal jetzt normal gesprochen, wenn du hier so ein missgünstiges Handeln, ich nenne es einfach mal einen Fehler, entdeckst,
Den sollst du natürlich noch spielen, aber du kannst es nicht mehr. Wenn ein Beobachter da ist, der das merkt, nicht weil du jetzt sagst, ich mache es gegen dir oder weil du ein blindes Arschloch bist, sondern weil du die Sinnlosigkeit dieser Aktionen erkannt hast. Weißt du, blätter zurück, blätter 15 Jahre zurück, wie auf der Udo schreibt oder sagt, wenn du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennst. Du leidest, weil du dich ärgerst und du meinst, das, worüber du dich ärgerst, ist schuld daran, dass du dich ärgerst. Das ist doch ein ganz einfacher, klarer Satz. Nein, das, was in dir drin ist, das dich zwingt, auf diesen Reizauslöser so zu reagieren. Ja, ja. Diese Reaktion erzeugt dein Unwohlsein, ja. Nicht der Reizauslöser selbst. Das ist so, dein Unwohlsein erzeugt doch nicht der Telefonhörer oder die Geräusche, die Stimme der Nele oder eine Nele, die du dir ausdenkst. Deine zwanghafte Reaktion und du willst dir doch helfen. Ja, genau das. Wenn ich meine Helga anschaue, sehe ich mich. Alles, was ich mache, ich will meinem Udo helfen, ich will dir helfen. Dir, der mich jetzt ausdenkt, nicht den, den du zu sein glaubst. Das muss man irgendwann nochmal begreifen. Ja. Und dann verstehen. Das begreifen und dann verstehen. Das sind die zwei Schritte. Ja. Wie soll ich dir das erklären, was die Wirklichkeit ist, die Matrix erklären, wenn du glaubst, du lebst noch auf einer Scheibe? Dann gehen wir jetzt erst einmal von der zweidimensionalen Vorstellung in die dreidimensionale Vorstellung, dass ich dir sage, das ist eine Kugel, ist natürlich, die Erde ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe ist. Ja, das ist, das ist so tief, wenn man das einmal erkennt, wenn ich immer wieder sage, was haben die eigentlich gemacht? Jetzt diese Menschen, die wir uns ausdenken, was ist eigentlich passiert, wie sie aufgehört haben zu sagen, sie leben auf einer Scheibe und dann wir leben ja auf einer Kugel. Jeder, der das sagt, plappert das übrigens noch. Das eine wie das andere. Sie haben ihre Vorstellung von Vergangenheit verändert. Ja. Da habe ich so oft darauf hingewiesen. Ja. Weil in dem Moment, wir machen jetzt das einmal ganz normal, ich wiederhole das, in dem Augenblick, wo ich jetzt einen neuen Glauben, den ich vom Hörensagen kenne, annehme, es ist eine Veränderung des Programms, das mir plötzlich logisch erscheint. Und es ist ja hundertprozentiger Fakt, wenn wir uns jetzt diese Geschichte ausdenken, denken wir uns die so aus, dass die Menschen ja komplett logisch auf der Scheibe waren. Und jetzt kommt der Galilei, machen einfach, Gall ist die Welle, die Welle baut auf KGL, Kugel. Die Radix KGL heißt wie eine Kugel. Und das ist die Welle. Okay? Also das heißt, jetzt kommt eine ganze Welle, die Scheibe ist erst eine Seite. Und jetzt, aus welchem Grund auch immer, kriegst du diese neue Logik einprogrammiert, dann wirst du plötzlich merken, dass dir die Scheibe total unlogisch erscheint. Aber solange du chronologisch denkst, ist ja eine Eigenart dabei. Ich rede jetzt einmal normal in deiner Logik. Man hat bis zu diesem Zeitpunkt hundertprozentig sicher sich gewähnt, in einen Wahn gewähnt, dass die Erde eine Scheibe ist. Und der, der sagt, die Welt ist eine Kugel, muss ja das Wasser rauslaufen und die Gegenstände am Rand runterfallen, weil ja die Schwerkraft, steht alles in Ich bin du schon drin. Gut, die Welt ist eine Kugel. Was denen gar nicht bewusst ist, die das jetzt geistlos nachdenken, dass diese Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, in dem Moment durch diesen Glaubenswechsel ihre ausgedachte Vergangenheit geändert haben. Die haben ja bis zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Und jetzt durch das, dass ich sage, die ist ja gar keine Scheibe, die ist ja eine Kugel, die war ja schon immer eine Kugel, zumindest so und so viele Milliarden Jahre, wie sie entstanden ist. Physik. Da habe ich doch meine Vergangenheit geändert. Und in dem Moment, wo du die eine Seite veränderst, die Vergangenheit, verändert sich die Zukunft. Ja. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn du Geist begreifst, dass du niemals in der Vergangenheit als sterbliches Säugetier geboren wurdest? Wenn du doch in der Vergangenheit nicht geboren wurdest, veränderst du doch schon wieder deine Vergangenheit. So viel zum Thema, ich kann an der Vergangenheit nichts verändern. Heißt, das sind die Urgus und Konsorten. Ja. Ich kann ja meinen Glauben nichts verändern. Ja. Ich sage, du sollst dann glauben, jetzt wenn wir in dem Verändern sind, wieder, das will ich nicht mehr, das ist ja gar keine Scheibe, das ist eine Kugel. Ich sage, wenn, dann ist es beides gleichzeitig. Es ist wie mit Kreis. Wir setzen mal Scheibe und Kugel, nennen wir einfach einmal Kreis und Dreieck. Wir leben ja auf einem Kreis. Jetzt kommt das Dreieck. Das ist ja überhaupt kein Kreis, das ist ja ein Dreieck. Ja. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ja. Das ist genau das Prinzip. Du kommst nicht durch Synthese des Vorher und Nachher. Was wir ja so machen, müssen wir so aufspannen, hell, dunkel. Wenn ich sage, jetzt ist es hell und dann ist es dunkel, wenn ich das zeitlich sehe, die Synthese von hell und dunkel, was ist das? Das ist einmal der erhobene Geist, der sich diese Erdkugel, dieses innerhalb seines Glaubens, diese Vorstellung in sich aufbaut.
Was natürlich das Nacheinander ist, nur weil du noch auf diese Kugel zu leben glaubst und meinst, hier einmal wende ich mich dem Licht zu und einmal wende ich mich dem Licht ab. Ja. Das ist wie Leine geben, ich schwimme wieder raus und dann werde ich wieder angezogen. Ja. Und dann sind so viele kleine, die Physik hat einen extrem symbolischen Sinn, dass der Mond ja die Gezeiten macht. Jetzt müsste ich aber mal wissen, was ist die Symbolik im Mond? Wieso haben wir da diese berühmte eigenartige Zahl der Mondumkreisungen? Unsere 27,15, bing, 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 aufgerundet 27,2. Wieso hat jetzt der in seinen Phasen aufnehmend, zunehmender, abnehmender Mond genau drei Neumond, Neo ist drei. Ja. Das ist die Synthese. Ja. Neu, der Neumond. Wieso ist er drei Tage überhaupt nicht da? Ja. D3. Ja, D3. Im Spiegel ist das Licht überhaupt nicht da. Ja. Das absolute Licht ist die Lampe im Projektor. Ja. Oder ich weiß das. Da ist eine, die Erklärung, ich sage die Mythologie, auch die Naturwissenschaft, die Physik, es ist alles, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt oder unwichtig ist. So ist es. Auch die Sachen, die dich nerven, sind wichtig. Die systemrelevanten, mein Kabelstecker, die systemrelevanten Parameter. Es gibt aber zu jedem systemrelevanten Parameter gehört ein system nicht relevanter Parameter. Weil es würde das eine, es wird kein Berg ohne ein Tal geben. Ist das so schwer zu verstehen? Eigentlich nicht. Das ist, wenn du da sitzt und ein bisschen vor dich hin philosophierst, ist das gut. Aber ist dir klar, was das eigentlich für dich selbst rot geschrieben, für dich bedeutet, wenn du das ständig ignorierst aufgrund deines Egos? Du wirst leiden, du wirst ein bisschen Zeit später eine Rolle. Und das Loslassen beginnt jetzt nicht, dass du als an deiner Rolle was veränderst. Das ist ja auch schon wieder so ein Widerspruch. Der sagt, ich soll was verändern und dann darf ich nichts verändern. Die Veränderung liegt auf dieser höheren Ebene. Aber oder wenn ich mir die Nele anders ausdenke, was ich ja machen kann. Dann bist du nicht zu haben, du wirst sie glücklich haben, Helge. Also ganz einfach, du willst, dass deine Nele glücklich ist, du willst, dass sie vollkommen ist. Und die ist, die kann nicht was werden, was sie schon ist. Ja. Da du um dich herum Spiegelbilder hast, das heißt, jeder, der sich über irgendwas aufregt, wird zwangsläufig mit seiner Spiegelung konfrontiert. So ist es, bin nur ich. Mir geht es ja nur so schlecht, weil die Welt so scheiße ist. Ich sage, die Welt ist so scheiße, weil du dir das ausdenkst. Und die Nele, die du jetzt schreibst, so, weil sie ein Spiegelbild ist, von etwas, was dir selber noch fehlt. Das ist jetzt das Ganze mit der Kinderpsychologie. Das ist Loslassen, aber da nützt dir die normale Psychologie überhaupt nichts. Das sind so all die Beispiele, wo ich sage, nichts, die am meistesten dich in die Irre führende Wissenschaft, die gar keine Wissenschaft ist, ist die Psychologie. Ich fange nicht nochmal an, die Zeiten hier, wenn ich jetzt in die 80er Jahre gehe, ein leidenschaftlicher Leser gewesen von Psychologie heute nebenher. Es hat mich immer, mich hat alles interessiert. Hat mich auch immer interessiert. Und dann habe ich mir die Psychologie, unter anderem die Psychologie heute, das gibt es ja, glaube ich, immer noch, das Leib- und Magenbrack der deutschen Psychologen. Und in der Psychologie heute, wo ich dann festgestellt habe, das ist eigentlich eine Modezeitung. Übrigens immer dran denken, Mode, modern, modern. Modern. Das hat mit Zeit zu tun. Psychologie ist überhaupt keine Wissenschaft. Wenn man das einmal das Wort nimmt. Es ist eine Modeerscheinung, das dreht sich wie Fähnchen im Wind. Ja. Das, man biegt sich alles so hin. Das ist so trendig wie Mode, ob ich kurze Röcke, lange Röcke, ob man grün oder blau trägt. Ja. Ich mache das Beispiel damals, das als hier bei Psychologie heute, dass das da mal Schweinesteuer war. Ich glaube, da das Heft 10 oder 12 Mark ein Heft kostet, ist vierteljährlich erschienen, also alle drei Monate eine Ausgabe gekommen. Und wenn du das dann angeschaut hast, das war zuerst einmal wie alle Zeitungen 70% Werbung, bezahlte Werbung. Und was dann an Artikeln drin waren, war eigentlich immer PR, versteckte PR-Artikel von irgendwelchen, die ein neues Buch rausgebracht haben. Mhm. Und damals war in positiv denken, ganz groß positiv denken, als Bücher immer wieder neue Erscheinungen kommen, dann konntest du natürlich Seminarhäuser mieten und so weiter und so fort, offizielles Organ der deutschen Psychologen und dann war positiv denken und plötzlich ein neuer Modetrend, die Falle des Positivdenkens, die Falle und plötzlich kommt, wie gefährlich ist, weil man Einseitigkeit noch hat. Dann ist natürlich ganz großer Hype gewesen NBL, neurolinguistisches Programmieren, NLP, so rum, halt, Entschuldigung, neurolinguistisches Programmieren. Jetzt kommt schon wieder der Computer. Du musst dich umprogrammieren. Du musst dich umprogrammieren. Ich sage, nein, du musst der Computer werden. Egal, wie du dich programmierst, das ist immer eins von vielen Programmen und du funktionierst wie eine mechanische Maschine. Versteh die Symbolik. Und ein Nachgeplapper bringt dich nicht weiter.
Ich sage irgendwann einmal dich zurückziehen, dass du mal dir bewusst machen, was bin ich selbst? Ich bin immer. Und dann akzeptierst dass du was bist, was nicht gedacht. Du bist etwas, was nicht existieren kann. Und dann leuchtet dir ganz langsam deine Ewigkeit ein. Und dann wirst du feststellen, wie sich Sachen wiederholen, wieder Sachen wiederholen. Und jetzt ist natürlich immer die Jugendtraumas. Ich habe sehr oft in ganz alten Selbstgesprächen, auch bestimmt in Allmänner, du hast Probleme, du hast Minderwertigkeitskomplexe. Du gehst zum Psychologen, du legst dich auf die Couch, erzählen sie mal, dann sitzt der da mit seinem Stift und erzählst du, dass du unterdrückt wurdest von deinem Vater und dass du mit der Mutter geschlafen hast und so weiter und so fort. Und dann sagt der Psychologe, ja, da haben wir es ja schon, hier Jugendtrauma, der Vater hat sie unterdrückt. Ja. Jetzt machen wir dasselbe, eine ist extrem aggressiv und schlägt seine Kinder. Der legt sich hin und sagt, wir wurden von meinem Vater immer geschlagen und so weiter und so fort. Haben wir es doch schon hier vom Vater abgeschaut. Ja. Die haben denselben Charakterzug von ihrem Vater abbekommen. Das ist, was jetzt, ich habe es jetzt sehr vereinfacht gesprochen, genauso. Aber so läuft das. Genauso. Es ist der, der dir das erzählt, erzählt dir was, was ihm logisch erscheint. Du biegst dir das hin, wie du das haben willst. Ja. Nicht, wie du das haben willst. Merkst du, ich fall dir sofort, mir, dir, ich bin ja du ins Wort. Du biegst dir das so hin, dass das deine Logik anfassen kann. Du drehst dir alles so hin, dass es dir logisch erscheint. In Bezug auf dein Ego, aber nicht in Bezug auf das heilige Ganze. Da wirst du lernen, dass du irgendwann einmal anfängst, Sachen zu tun, die dich anwidern. Die Kehrseiten zu lieben. Liebe deine Feinde. Wie oft sage ich dich? Fang an, dir zuerst einmal bewusst zu machen, wo du extrem ablehnend negativ reagierst. Und fang an, das zu lieben. Das zu lieben, was dein Programm dir vorschreibt, weil du das toll und schön und liebenswert empfindest, dein Programm dir das vorschreibt, das hat nichts mit Geistigkeit zu tun, das ist ein Lieben müssen. Du kannst doch gar nicht anders wie deine Nele lieben. Das Lieben, was dich anwidert. Weißt du, wenn ich sage, wenn du mal hier dir die Kreuzigung vorstellst, mal dann überzogene Maßen, wie das in dem Mel Gibson-Kinofilm dargestellt wird, dass einer auf dich einprügelt und du entschuldigst dich bei ihm, weil er dir so viel Arbeit macht. Weil du nichts dafür kannst, dass du verurteilt wurdest und er kann nichts dafür, dass er hier den Folterknechten spielen muss. Dann kriegst du langsam Größe. Ja. Das ist, weil jetzt dein Ego, wenn da Ego ist, das ist unvorstellbar. Das ist es, das unvorstellbare Denken können. Ja. Das kann nur Geist. Ja. Und du wirst plötzlich feststellen, dass das Unvorstellbare genauso positiv toll ist, in dem Moment, wo du dein Programm verändert hast. Ja. Das ist mein simples Zungenkussbeispiel. Für einen Neunjährigen ist, stell dir mal vor, ein Mädchen steckt dir die Zunge im Mund. Du weißt, wie Kinder dann sind, oder die Nele, wenn sie 9 ist. Die Nele mit 9, stell dir vor, der Junge steckt dir die Zunge im Mund. In dem Alter, ah, ist das eklig. Und dann kommt so ein verstecktes Schinant. Ist ja irgendwie schon in dem Alter da, dass man weiß, aber das im Fränkischen sagt man Schinant. Diese versteckte Scham, wo dann noch mit da ist. Und dann lass das Kind in die Pubertät kommen. Und ich habe dann immer gesagt, und dann kannst du auch nichts mehr anders denken, wann kommt endlich der kleine Schlampe und steckt mir das erste Mal die Zunge im Mund. Das ist das passiert, wenn du die Reife hast. Das sind so alte Beispiele, die ich immer wieder wiederhole und ich sage, das gilt, du bist jetzt auch in einer Lebensphase. Und du kannst es von einem 20-, 30-Jährigen nicht erwarten. Nein. Ab 40 kann es dann sein. Das ist im, ich sage, die Wechseljahre, wenn man kommt, Helga. Schau mal, was mit dir passiert ist. Ja. Das ist, das durchläuft man einfach. Ich kann vorher das schon wissen. Es ändert nichts an den Tatsachen, dass ich trotzdem in der Reifestufe stehe. Und was halt wichtig ist, im Bleinfeld oder Zichfach habe ich diese schöne Bevölkerungswachstumskurve, wie ich das nenne, wenn man das nachschaut. Es geht um eine rein arithmetische Kurve, die auch in der Lichtgeschwindigkeit, und ich sage so oft, wir haben in unserem Computerprogramm haben wir, Systeme, Tools nennt sich das, wo ich sage, mein Emotionstool, ich erzähle das nicht nochmal, alte Selbstgespräche anhören. Und genauso ist es auch, dass der reine, das Bewusstsein selber, das hier innerhalb eines Menschenlebens vom Säugling bis zum Greis wachsen sollte, nicht unbedingt, denk an meine Samenfädchen, von 1 Million Menschen wird nur ein aller einziger reif. Nur einer wird wach.
ich mache jetzt Zahlen, lass es Quantitäten, es ist E plus, bist E plus du. In deinem Traum kannst bloß du wach werden. Und 999.999 werden senil, die werden wieder zu Kindern, die werden nicht so ein G-Reis, so ein Geist mit Spiegelbewusstsein. Das ist ein Kreis, heißt ja G-Reis, ein Geist, der Geist, R-A-I-S, der Kopf des Schöpfergottes und das ist Bewusstsein. Reines, rot geschriebenes S-A-I. Ja, ja. Bewusstsein ist nicht existieren. Ja, ja, so ist es. Nur das, was nicht existieren, das ist ewig. Die Sache mit den Samenfädchen. Samen hebraisiert unter anderem hast festgesetzte Zeitpunkte. Die muss jetzt denken, die nur in dem Moment existieren, wo man sie denkt. Das ist suchendes Ei. Nur dieses eine Samenfädchen von den Milliarden und Abermilliarden Samenfädchen, die ein trockennassen Äffchen männlich ausstößt innerhalb seines Lebens. Nur die, die das Ei suchen, waren Kinder. Ja. Und die anderen Milliarden haben verloren, die gehen in die falsche Richtung. Ja. Der Samen in der Natur, Pollen, Blütenflug. Geh jetzt über eine Wiese und schau dir bloß den Löwen. Die Natur ist so gigantisch. Der Löwenzahn ist übrigens immer wieder, über den Löwen bin ich das letzte Mal eingegangen, über den Ari. Ja, über ja. Das Shin. 32 Zähne, 4 Quadraten. Ja, ist schon schlecht. Sprech nur nicht mehr, weil du warst ja da ganz voll drin. Du musst komplett in eine andere Richtung, da müsstest du die Holoarithmetik verstehen. Wir reden von einer Funktion eines Computerprogramms, das eine hyperrealistische Welt ausmacht. Mach eine Weltreise, jetzt in deinem Traum. Ja. Schau dir die Flora, die Fauna, ja, die ist so. Der Tiere und schau dir die Trockennassen auf in ihrer Verschiedenheit an, in Asien, in Japan, in China, in Kenia. In Südamerika. Ist ja immer jetzt, das sind ja nur Worte, das sind in unserem Videospiel sind das verschiedene Terrains, wo du dich hier und jetzt auf deinem Bildschirm freischalten kannst, wenn du eine Weltreise machst. Ja, ja. Das entspringt alles aus einem einzigen Programm und ich nochmal, dieses Programm, das ermöglicht, nenne ich Basic. Ja, ja. Das nächste Programm ist Windows. Windows. Jetzt, wenn du dich mit Computer ausdenkst, was kann ich mit einem Basic-Betriebssystem auf dem Bildschirm realisieren, was kann ich mit Windows realisieren? Bis hin zu einer hochauflösenden 3D-VR-Brille. Du kannst dir es nicht vorstellen, wo ich dich hinführe. Und ich sage, vertrau mir einfach. Ich verlange ja von dir als Brüssel überhaupt nichts, außer dass du dich ein bisschen disziplinierst. Dass du den ganzen Ärger verlagerst in Neugier auf das, was du nicht verstehst. Ja. Das geht schon los in Diskussionen zwischen zwei Affen. Dass du dich jetzt als ausgedachter Affe mit einem anderen Affen unterhältst und jeder äfft das nach, was sein Programm hergibt. Und dass jetzt so viel Bewusstsein in dir drin ist, dass das Programm vom anderen genauso logische Bilder aufwirft wie deins, die aber total unlogisch erscheint. Lass uns zusammensetzen, lass uns Gedanken darüber machen, was die Tasse ist, womit streiten, ob der Henkel rechts oder links ist. Ja. Da beginnt Liebe und da beginnt Bewusstsein. Du musst der Erste sein. Ja. Erwarte das nicht von deinen Figuren, bevor du nicht den Ersten machst. Und dann wirst du nochmal sagen, ich zerstöre jetzt diesen Chat, du hast dich zerstört. Und da wirst du bezahlen müssen, du musst für alles bezahlen. Ja. Die Superreichen müssen auch alle bezahlen. Ja. Da kann ich eine Menschlichkeit anfallen, wenn ich jetzt mir an Bill Gates ausdenke, das Feindbild, das ist ja immer mit den Verschwörungstheoretikern. Ich sage, was die offizielle Presse macht, die das extrem bekämpft, mit ihrem Blut von Kindern absaugen, das ist eine tiefe Symbolik dahinter. Ja, die Symbolik hat keiner verstanden. Von den Verschwörungstheoretikern, die sich das jetzt nachplappern, die QAnon-Bewegung. Das ist ein ganz, ganz anderer Fall. Helga, da ist die Symbolik verstehen. Das sind geistlose Schwätzer, wie die offiziellen Medien auch schätzen. Du machst doch deine Vorstellungen aus den Worten und aus den Bildern, die in dir auftauchen. Du resonierst doch nur mit einer Seite. Und die andere wird nicht auf meinem Programm, Udo. Du meine ich jetzt. Die Helga sowieso nicht. Nee, das ist klar. Die Helga wird so sein, wie du sie dir ausdenkst. So ist es. Aber such dann, wenn du jetzt dein Helga-Programm laufen hast, dann such nach der Einseitigkeit im Helga-Programm. Ich sage jetzt bloß nicht gleich. Du musst doch deine Nele glücklich machen. Wann machst du die Helene heil, wenn du sie noch mal denkst? So ist es. Aber ey, dann verliere ich sie ja. Nee, dann kriegst du sie zurück. Nee, dann lass es auf dich wirken. Ja. Du hast einen extremen Zwang, die Nele glücklich zu machen. Ja, das stimmt. Engeling. Ja. Kenne ich, Helga, ich bin du. Ja. Das ist mein eigentliches. Jetzt kommt der eigenartige Zwiespalt. Wenn du nicht an sie denkst, ist sie in der Heiligkeit. Geht es ihr super gut. Ja, das ist gut, weil wenn es ihr nur gut gehen würde, wäre sie unvollkommen. Ja. Das musst du verstehen. Wenn es dir nur gut geht, ja. Bist du gut, dann bist du nicht heil, weil dann geht es dir nicht schlecht.
Ja. Heil ist beides gleichzeitig, entweder bewusst beides gleichzeitig erleben, aus der Mitte heraus, ja, oder in der Mitte sein. Ja, ja. Am besten geht es dann, Körper, wenn du nicht dann entdeckst. Ja, das ist nun jetzt auch schon sehr abgehakt. Es ist aber immer wieder so, dass in dem Bett das Haus Beat. Ja. Das ist ja interessant, das Beat Beat. Das heißt, wenn ich im Bett liege, ja, wenn ich in dem ausgedachten Haus drin bin, geht es mir meistens nicht so gut. Am meisten geht es mir, wenn ich... Das kenne ich. Das kenne ich auch. Wenn du dich selbst... Und das sind jetzt die 16 Seiten. Und da wirst du meinen, da bist du überfordert. Und sag ich, es geht doch nicht um intellektuelles Wissen. Bleib doch in dieser Kindergartensprache. Ist ja für dich viel zu das Blödsinn, was der Udo sagt hier. Der hat ja keine Ahnung. Diese Arroganz, diese das Leben, du prügelst dir mit deiner jetzigen, ja, extrem fehlerhaften Logik, die du dir nicht raussuchen konntest, ja, prügelst du diese Arroganz aus dir selbst heraus. Und umso mehr Arroganz du hast auf deinem Wissen, umso mehr wirst du auf dich einprügeln. Ja. Und umso mehr du dich darauf einlässt, auf Follow Feeling, umso viel mehr Freuden wirst du. Und da halte ich jetzt noch mit einem Holger, mit einem Geist, der mit einem Holger-Programm oder einem Rainer-Programm oder einem Redo-Programm arbeitet. Da hast du natürlich auch noch deine Prüfungen im Alltag. Aber du fängst immer mehr an, diese kleinen Gesetzmäßigkeiten zu nutzen, um dich aus dem Schlamassel wieder heraus, übrigens hebräisches Wort, ja, aus dem Schlamassel wieder herauszuholen. Ja. Und dann kriegst du Mazel Tov. Der hat aber ein Mazel gehabt. Da müssten wir jetzt wissen, was das alles bedeutet. Nicht bloß in einer normalen Auslegung, sondern ja, sich das auch mal zahntechnisch im Programm anschauen. Was ist eigentlich die Ursache, dass jetzt das passiert? Was macht eigentlich einer, wenn der Computer nicht das macht, was er will? Er macht das, was die Software ihm vorschreibt. Muss ich ein Virus eingefangen haben? Ein Virus. Virus ist Gift. Gift, ja. Eine Seite. Oh, da hast du mir auch mal was eingespielt. Noch gar nicht so lange her. Ein Geschenk. Ja, Geschenk, ja. Ist Ski. Ja. Ski, ja. Das Geschenk des einen. Ski, Elif. Fleisch. Rechts, links, links, rechts. Ja, ja. Das ist immer wieder so eine Sache. Udo, ich bin dir so dankbar. Dafür, dass jetzt... Ich bin doch du. Ja. Müsstest ja bloß mehr auf dich hören. Ich sage, ich bin ja, du, das... müsstest bloß mehr auf dich selbst. Das... Du müsstest du... Du Geistesfunk, der du dir alles ausdenkst, zumindest momentan bloß deine eigene Traumwelt, du müsstest mehr auf dich selbst, auf UB86 Elayum hören. Und nicht nur auf die Logik, auf den Affen, der in dir wirkt. Auf diesen Bestimmer, auf das Ego, das dich ja manipuliert und du hast dich selbst entwürdigt und dich zu einem ganzen geistlosen Mech-Animus gemacht. Mech, ein Gehirn-Ich. Klingelt. Ich denke mal wieder jetzt. Alles klar, wir lassen es gut sein, Heiko, es passt sowieso. Udo, ich danke dir von ganzem Herzen. Das war für mich noch ein wir haben immer einen Vornamen und einen Nachnamen. Und HLGA ist der Geist des Schöpfers. Der Geist des Schöpfers. HL. Und die Bender ist immer noch eine poläre Existenz, ist immer noch eine geöffnete Berechnung. Es gilt auch für den Namen, den du trägst. Aber da steckt noch viel, viel mehr drin. Alles steckt, alles kommt aus dem einen, das immer ist. Das Wir sind rotisch. Ja. Udo, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, danke. Tschüssi, danke.